Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas zum elektrischen Feld bzw. der Spannung beim Kondensator. Dazu schauen wir uns als erstes einmal zwei einzelne Ladungen an. Hier hat man ein sogenanntes Radialfeld. Das ist hier wie so eine Sonne. Und die Richtung der Feldlinien ist immer Richtung Minus. Das heißt, bei der negativen Ladung zeigen sie entsprechend zur Ladung hin und bei der positiven Ladung zeigen sie entsprechend von der Ladung weg. Und normalerweise bei Leitern ist es immer so, dass die Feldlinien senkrecht stehen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal beim Kondensator an, und zwar beim Plattenkondensator. Hier sind zwei Platten gegenüber. Die Feldlinien gehen von Plus nach Minus und sie stehen senkrecht auf der Oberfläche und sie haben immer den gleichen Abstand. Das heißt, ich habe hier ein sogenanntes homogenes elektrisches Feld. Schauen wir uns den Kondensator bzw. den Plattenkondensator nochmal etwas näher an. Wir haben hier grau dargestellt die Feldlinien bzw. das homogene elektrische Feld. Jetzt ist es aber auch so, dass man hier eine Spannung anlegt. Und eine Spannung ist auch eine Potentialdifferenz. Das ist das, was hier steht. Das bedeutet, man kann das sehr gut mit einem Berg vergleichen. Man hat vorher eine gewisse potenzielle Energie. Und wenn man den Berg erklommen hat, hat man eine andere potenzielle Energie. Und der Unterschied zwischen beiden Potentialen ist halt die Potentialdifferenz. Und im Elektrischen ist es so, dass das genau die Spannung ist. Das bedeutet nun, wenn ich ein Elektron hier habe und das hier rüber auf die andere Kondensatorplatte bringen möchte, muss ich diese Potentialdifferenz überwinden. Das bedeutet, ich muss arbeiten. Und deswegen ist die elektrische Arbeit nichts anderes als die Potentialdifferenz mal die entsprechende Ladung, die ich da rüberbringen möchte. Jetzt gibt es allerdings noch eine Besonderheit, wenn man sieht das hier schon angedeutet durch die gestrichelten Linien, die senkrecht zu den Feldlinien gehen. Das sind sogenannte Äquipotentiallinien. Äqui heißt sozusagen gleich. Das heißt, auf diesen Linien ist überall das Potenzial gleich groß. Da gibt es noch ein extra Video von mir, wo ich das im Experiment nachweise. Aber für den Moment bedeutet das, wenn ich jetzt in meinem Bild bleibe, dass ich von hier nach hier einen Berg hochgehe, das ist praktisch etwas, wo ich die Höhe nicht ändere. Das heißt, ich muss keine Arbeit aufwenden, weil ich ja nicht irgendwie meine potenzielle Energie verändere. Und das sind Äquipotentiallinien. Wenn ich allerdings, wie gesagt, hier senkrecht zu den Äquipotentiallinien bzw. längs dieser Feldlinien mich bewege, dann muss ich arbeiten. Dann ist es allerdings auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so schräg rüber gehe, dann ist die Arbeit nur der Unterschied zwischen diesen beiden Potentialen und wie ich auf das Potenzial komme, auf direktem Weg oder hier in Schlangenlinien oder wie auch immer, ist nicht von Bedeutung. Zu guter Letzt habe ich hier noch das elektrische Feld. Das elektrische Feld ist die Potentialdifferenz zwischen den beiden Platten durch den Abstand der Platten. Das heißt, je größer der Abstand wird, umso kleiner wird das elektrische Feld. Und je größer die Spannung wird, umso größer wird das
elektrische Feld. Soweit, so gut.